Durch unser Medikament kann sich das Gehirn selbst regenerieren. Es ist die Heilung. Wir sind jetzt bereit für die nächste Phase. Den hier. Das ist falsch, Will. Es hat das Potenzial, Leben zu verändern. Manche Dinge sollte man nicht verändern. Wirkt es? Wie prognostiziert? Mit einer Ausnahme. Das Medikament hat die Hirnfunktion extrem verstärkt. Erhöhte Intelligenz? Wir haben hier einen Todesfall. Sie haben keine Ahnung, womit Sie es zu tun haben. Das sind keine Menschen, wissen Sie? Planet der Affen. Revolution. Ab 11. August, nur im Kino. Wir reden hier über ein gewaltiges Potenzial für viele Millionen Menschen. Durch unser Medikament kann sich das Gehirn selbst regenerieren. Es ist die Heilung. Ich wünsche, dass Sie mit einer Testreihe mit Schimpansen anfangen, sofort. Wir testen es an einem Versuchstier. Ich will sicher gehen, dass es stabil ist. Ich habe das 1-12 zur Regeneration entwickelt. Aber Caesar ist weit darüber hinausgegangen. Sie meinen erhöhte Intelligenz? Fähigkeiten, die über die eines Menschen dieses Alters weit hinausgehen. Das ist falsch, Will. Es wirkt. Was geschieht jetzt mit ihm? Dieser Schimpanse ist Eigentum der Firma. Er hat noch nie Zeit mit anderen Schimpansen verbracht. Das sind keine Menschen. Du versuchst, Dinge zu kontrollieren, die nicht kontrolliert werden sollten. Sie sind kontaminiert. Schläfern Sie diese Affen ein. Sie haben keine Ahnung, womit Sie es zu tun haben. Planet der Affen. Revolution. Ab 11. August. Nur im Kino. Fangen wir an. Darf ich vorstellen, Schimpanse Nummer 9. Wir unterzogen ihn einer Gentherapie, die es dem Gehirn ermöglicht, eigene Zellen zu bilden, um sich selbst zu regenerieren. Wir nennen es das Heilmittel gegen Alzheimer. Na, du bist ja ein aufgewecktes Kerlchen. Zu Hause. Zu Hause. Er kann Zeichensprache? Nur eine Handvoll Sachen. Caesar zeigt weiterhin kognitive Fähigkeiten, die über die eines Menschen dieses Alters weit hinausgehen. Durch das Medikament in seinem Organismus wurden seine Gehirnfunktionen radikal verstärkt. Das Medikament wirkt. Diese Tests müssen kalkulierbar bleiben. Ist das ein Schimpanse? Alles okay, Kumpel? Nein, du bist kein Haustier. Schaden auf. Ich nenne mich bestimmt nicht. Sie bleiben jetzt schön hier. Er hat noch nie Zeit mit anderen Schimpansen verbracht. Du musst hier bleiben. Du kannst noch nicht nach Hause.
Seht euch den an. Hält sich für was Besonderes oder so. Dämlicher Affe. Du lernst noch früh genug, wer hier der Boss ist. Sie haben keine Ahnung, womit sie es zu tun haben. Planet der Affen. Revolution. Ab 11. August. Nur im Kino. Wir sind gemeinsam durch die Hölle gegangen. Wir haben 4 Jahre. 4 Jahre! Gebraucht, dieses Virus zu bekämpfen. Und weitere 4, um uns zu bekämpfen. Es war Chaos! Aber ihr alle wisst, womit wir es zu tun haben. Ich muss mit Caesar sprechen. Und ich will, dass ihr wisst, dass es hier nicht nur um Macht geht. Es geht darum, uns die Hoffnung zu geben, dass wir die Welt wieder aufbauen, die wir verloren haben. Zu Hause. Affen, gemeinsam, stark. Wir wollen euch nichts tun. Dieses Virus wurde von Wissenschaftlern entwickelt in einem Labor. Die Affen können nichts dafür. Wem soll ich denn sonst die Schuld geben? Wir haben den halben Planeten ausgerottet. Wenn wir gegen sie kämpfen müssen, dann kämpfen wir! Es gibt noch eine Möglichkeit. Ich habe eine Idee. Ich muss mit Caesar sprechen! Das ist euer Zuhause. Und ich will es euch nicht wegnehmen, versprochen. Aber es kommen andere Menschen, Soldaten. Verstehst du, was ich sagen will? Zu Hause, Familie, Zukunft. Ich habe sie gesehen. Ich habe gesehen, wie sie sind. Sie wollen dasselbe wie wir, überleben. Sie wollen keinen Krieg. Die werden uns angreifen. Das sind wilde Tiere. Nein, nicht schießen. Es muss einen anderen Weg geben. Caesar! Begonnen.
wollen keinen Krieg. Wisst ihr, was so unheimlich an ihnen ist? Sie brauchen keinen Strom. Licht, Wärme, gar nichts. Das ist ihr Vorteil. Das macht sie so stark. Wir haben beide eine Familie. Du willst deine beschützen und ich meine. Das ist unsere einzige Chance auf Frieden. Ist ihnen klar? Nein! Dass die sie angreifen werden. Das sind wilde Tiere! Caesar, das ist dein Zuhause. Wer war das? Ein guter Mann wie du. Caesar liebt Menschen mehr als Affen. Bleib da stehen! Sollen wir ihn abknallen? Vielleicht. Wow, wow, wow. Hey, hey, hey. Sehr gut. Oh, du willst einen Drink? Oh, hey! Alles klar. Sachte. Ruhig. Alles klar. Caesar ist der Einzige, der das verhindern kann. Sie wollen keinen Krieg. Ich rette die menschliche Rasse. Caesar! Die ganze Menschheitsgeschichte hat uns zu diesem Augenblick geführt. Die Ironie ist, wir haben euch erschaffen. Seitdem bestraft uns die Natur dafür. Dies ist unsere letzte Schlacht. Und wenn wir verlieren, wird dies ein Planet der Affen. Das Leben gerettet. Er war bemerkenswert. Affen! Gemeinsam! Stark! Du bist es. Du bist Caesar. Wir haben so lange nach dir gesucht. Ich habe diesen Krieg nicht begonnen. Ich kämpfe nur zu beschützen Affen. Mensch wird krank, Affe wird klug. Dann Mensch tötet Affe. Aber nicht mich. Ich lauf weg. Es
gibt Zeiten, da ist es notwendig, unsere Menschlichkeit aufzugeben, um die Menschheit zu retten. Egal, was du sagst, am Ende werdet ihr uns verdrängen. Das ist das Gesetz der Natur. Also, was hättest du getan? Was haben die Menschen dir versprochen? Was auch immer du tust, du wirst niemals einer von ihnen. Du bist Affe. Wir sind der Anfang und das Ende! Affen, gemeinsam! Wir sind der Anfang! Und das Ende! Affen, gemeinsam! Stopp! Bist du gekommen, um deine Affen zu retten? Ich komme wegen dir. Kind. Ich weiß nicht. Aber sie bei euch? Sie hat sonst niemanden. Wir sind keine Wilden. Affen kämpfen nur, um zu überleben. Böse Menschen töten Affen. Alle tot jetzt, schon vor langer Zeit. Vor langer Zeit. Böse Menschen. Soldaten. In einigen Jahren werden euch eure Kinder fragen, was habt ihr gemacht im größten Krieg? Und ihr könnt ihnen sagen, ich habe gekämpft, um diese Welt zu beschützen. Wir haben sie erschaffen. Aber jetzt... werden wir ihre Spezies auslöschen. Keine Gnade, kein Frieden, nur Krieg. Affen gemeinsam, stark. Du bist beeindruckend. Du bist höllisch schlau. Du bist stärker als wir. Aber du nimmst das alles viel zu persönlich. So emotional! Ich habe diesen Krieg nicht begonnen. Das ist ja wohl ein ganz schlauer, was? Wie willst du ihn nennen? Sehen die für Sie nur wie Affen aus? Ihr habt uns das Leben gerettet. Er war bemerkenswert. Du bist es. Du bist Caesar. Wir haben so lange nach dir gesucht. Sagt eurem Colonel, wir sind keine Wilden. Hinein. Zielobjekt ausgeschaltet.
Sie haben mir zu viel genommen. Zu Hause. Familie. Und jeden Tag sterben mehr Affen. Mensch wird krank, Affe wird klug. Dann Mensch tötet Affe. Aber nicht mich. Ich lauf weg. Es gibt Zeiten, da ist es notwendig, unsere Menschlichkeit aufzugeben, um die Menschheit zu retten. Die gesamte Menschheitsgeschichte hat zu diesem Augenblick geführt. Und wenn wir verlieren, wird dies ein Planet der Affen sein. Affen! Gemeinsam! Die Welt befindet sich im Krieg. Doch es begann nicht mit einem Kampf. Es begann mit Hoffnung. Ich habe ihn aus dem Labor geschmuggelt, um ihm das Leben zu retten. Na, das ist ja wohl ein ganz schlauer, was? Wie willst du ihn nennen? Caesar. Die Menschen glaubten, sie könnten die Natur kontrollieren. Eine Gentherapie, die es dem Gehirn ermöglicht, sich selbst zu regenerieren. Das Heilmittel gegen Alzheimer. Zu Hause. Caesar zeigt noch immer kognitive Fähigkeiten, die über die eines Menschen dieses Alters weit hinausgehen. Das ist falsch, Will. Es wirkt. Es gibt Dinge, die sollte man nicht verändern. Was für ein Wunderheilmittel gehalten wurde. Es gab Komplikationen. Entwickelte sich zu einem Virus, der Menschen schwächer und Affen klüger machte. Das sind keine Menschen, wissen Sie. Dämlicher Affe! Kannst du nicht deine dreckigen Pfoten vor meinem Körper nehmen? Nein! Die Affen machten Caesar zu ihrem Anführer. Caesar! Das Simian-Virus breitete sich aus. Die Seuchenschutzbehörde CDC schätzt die Zahl der Todesopfer auf 5 bis 150 Millionen. War's das also? So endet alles. Millionen Menschen starben. Es war ein Virus, das von Wissenschaftlern im Labor gezüchtet wurde. Du kannst nicht den Affen die Schuld geben. Manche glaubten, sie könnten gemeinsam existieren. Wir haben beide eine Familie. Du willst deine beschützen und ich meine. Das ist unsere einzige Chance auf Frieden. Zu Hause, Familie, Zukunft. Andere glaubten, nur eine Zivilisation könnte überleben. Ist ihnen klar, nein, dass die sie angreifen werden? Das sind wilde Tiere! Caesar, das ist dein Zuhause. Wer war das? Ein guter Mann wie du. Caesar liebt Menschen mehr als Affen. Nicht schießen! Was soll das werden, Mann? Ich werde die menschliche Rasse retten. Nein! Es tut mir leid, mein Freund. Krieg hat schon begonnen. Die Welt versank weiter im Chaos. Affen! Gemeinsam! Stark! Jetzt wird das Schicksal des Planeten endgültig entschieden. Wir sind keine Wilden. Affen kämpfen nur, um zu überleben. Wir haben sie erschaffen. Aber jetzt werden wir ihre Spezies auslöschen. Ich habe diesen Krieg nicht begonnen. Aber ich werde ihn beenden. Planet der Affen Survival. Ab Donnerstag, 3. August nur im Kino in 3D. Wenn ich schlafe, sehe ich seltsame Dinge.
Erinnerungen? Keine Erinnerung. Neue Dinge. Ich sehe alles. Das ist nicht alles. Bist du mit dem Begriff Evolution vertraut? Zu ihrer Zeit waren Menschen zu vielen großen Dingen fähig. Noah! Sie konnten fliegen wie Adler und über Ozeane hinweg sprechen. Aber jetzt ist unsere Zeit gekommen. Und dies ist mein Königreich. Wir werden lernen. Affen werden lernen. Ich werde lernen. Und ich werde erobern. Legende nach haben Affen und Menschen Seite an Seite gelebt. So unvorstellbar das auch ist. Wieso jagt man sie? Sie ist klüger als die meisten. Die Ältesten haben uns über diese Welt nicht alles erzählt. Verneig dich vor deinem König. Affen jagen Menschen. Ist falsch. Zusammen werdet ihr sterben. Nein, zusammen stark.